Also prinzipiell ist die Brustvergrößerung eine sehr sichere Operation, wenn sie von einem routinierten Team durchgeführt wird. Mein Team und ich machen praktisch täglich Brustvergrößerungen. Wir führen diese nur in einem komplett ausgestatteten Privatspital durch, mit einem perfekten Operationssaal. Jedoch muss man dazu sagen, dass es sich um eine richtige Operation handelt und gewisse Risiken und Komplikationen möglich sind. Allgemeine OP-Risiken wären dabei zum Beispiel schlechte Wundheilung, Entzündung, Nachblutung oder Bluterguss, spezielle zum Beispiel die Kapselfibrose, also die Ausbildung eines verhärteten Gewebes rund um das Implantat oder das Verschieben des Implantates. Weiters muss man mit der Patientin vorher besprechen, wie es mit dem Kinderwunsch aussieht, ob dieser schon abgeschlossen ist, beziehungsweise ob noch Kinder geplant sind, weil nach jeder Brustoperation theoretisch die Stillfähigkeit beeinträchtigt sein kann. Ich führe die Brustvergrößerung immer unter dem Brustmuskel durch, wodurch ich mit dem Brustgewebe eigentlich praktisch nicht in Kontakt komme und die Stillfähigkeit eigentlich gegeben sein sollte. Jedoch kann die Stillfähigkeit auch nach einer Brustvergrößerung beeinträchtigt sein. Prinzipiell gilt noch dazu zu sagen, dass jede Schwangerschaft und Stillzeit nach einer Brustvergrößerung auch die Brust in einem gewissen Maße verändern kann. Das heißt, Größe und Form können darunter leiden.